Es ist nicht nur ein Film über Joschka und sein beeindruckendes Leben und sein Engagement, das ist auch ein Film über die Geschichte der Bundesrepublik. Wie diese Generation, ihrer Elterngeneration beibringen musste, den Holocaust aufzuarbeiten, sich mit Israel auszusöhnen und über die politischen Folgen ihres Handelns nachzudenken. Empfehlenswert. War spannend. Ich habe Joschka Fischer ab 94 bewusst erlebt, in der Zeit im Bundestag. Die Zeit davor, die kannte ich eigentlich auch nur so ein bisschen vom Hörensagen, vom Erzählen. Insofern habe ich neue Aspekte gelernt über Joschka Fischer. Das ist halt toll, weil es nicht so anschmiegsam ist und nicht so einfach, weil man mit dem Film auch hadert zwischendurch und dann wieder sehr einverstanden ist und das wahrscheinlich jeder an einer anderen Stelle. Ich glaube schon, man sollte ihn sich ansehen, weil es eine fantastische Geschichtsstunde ist. Ich bin kein Fischer-Fan, aber das, was der gute Pepe Danquart da an auch meinem Lebenserfahrung und Tatbeständen da aufgeführt hat, das ist schon sehenswert. Ich finde es formal gut, ich finde es spannend, ich finde die Musik toll. Also ich finde es ein toller Film, den man empfehlen kann. Es war ein toller Filmabend. Es sollen 140 Minuten gewesen sein, davon habe ich gar nichts gemerkt. Aber das liegt auch daran, dass ich mich selbst aufgesogen gefühlt habe in diesem Film. Es waren so viele Situationen drin, an die ich mich erinnert habe, die einen berührt haben, die einen geprägt haben. Und ich freue mich schlicht und einfach für Joschka Fischer, dass dieser Film entstanden ist. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich fand ihn an gewissen Stellen vielleicht ein bisschen lang, aber ich fand so gerade das, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist, fand ich sehr interessant. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Man hat auch so den Eindruck gewonnen, dass Joschka Fischer sehr begeistert war, selber so einen Rückblick zu sehen über seine Vergangenheit. Ich finde, der Film ist sehr gut geworden. Mir hat besonders auch diese Lichteffekte, das hat mir so gut gefallen. Das ist wahrscheinlich ziemlich neu. Weil man, glaube ich, in ihrem Alter überhaupt und auch mit 30 keinen Begriff davon hat, wie vermufft diese Republik war und was sich in dieser Republik wirklich geändert hat. Also ich fand es super interessant. Ich will nicht sagen, vorher saß ich da einfach nur, aber ich fand es erst später interessant, weil ich so persönlich irgendwie... Ich hatte mich gefühlt, als wäre ich irgendwie persönlich dabei. Weil ich jemanden da vorfinde, dem ich die ganze Zeit gerne zuhöre und dem ich nicht immer einer Meinung sein muss. Ich kann mir aber meine eigene Meinung bilden dabei und den ich in Situationen finde und umgeben von Material, was ich unglaublich reichhaltig und faszinierend finde. Weil in den Köpfen, also in meinem Kopf und so in vielen Köpfen der Zuschauer, der eigene Film abläuft. Denn die Dokumentaraufnahmen, die da einmontiert sind, dann denke ich immer, da stand ich doch an der Ecke, warum bin ich nicht im Bild? Und warum, da war ich doch auch dabei, warum bin ich nicht im Bild? Und die Erinnerungen kommen wieder hoch an die Zeiten oder an die Bilder, die man da sieht in dem Film. Und deswegen ist es ein wunderbares Zeitzeugnis, ein guter Geschichtsunterricht.